Auf jeden Fall. Wie lange fährt der runter? 10 Minuten. 10 Minuten? Ja, krass. Ach, rutscht. Wenn du verlierst, geht's. Ja, alles gut. So, bist du bereit? Ja, bin ich. Viel Spaß. Danke. Ciao. Ciao. Ja, geil. 10 Minuten Fahrt liegen vor uns. Circa 10 Minuten. Boah, Kurve. Boah, ich mache das ja sehr gerne. Von hier hat man einfach einen ganz anderen Blick nochmal auf die Gegend. Oh, Entschuldigung, Finger. Da war mein Finger im Bild. Wow. Da geht's runter. Beine. Es gibt gar nicht wieder, wie steil das hier ist oder wie hoch man eigentlich ist, ne? Jetzt kommt hier ein Stück Wald. Man hat immer das Gefühl, man knallt mit den Füßen gegen die Bäume, tut man aber nicht. Da, wo es tatsächlich ein bisschen knapp ist, sind solche Schutzpolster. Gerade auch für jemanden mit längeren Beinen. Aber da gehöre ich ja jetzt nicht unbedingt zu. Ich glaube, der Michel, der müsste da schon eher aufpassen. Aber dafür sind die Polster ja da. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber man könnte den Weg hier runter auch zu Fuß gehen. Auf jeden Fall sieht es so aus, als ob hier Fußwege wären. Ja, ja, genau. Und da unten kreuzt man dann auf einen Wanderweg. Da ist der Fußweg. Der kommt jetzt hier raus. Dann geht es nochmal ein Stück Wanderweg. Guck mal hier. Seilbahn. Und da waren auch Wanderer. Also es ist sehr entspannt. Ich sitze hier, bin festgeschnallt. Alles ganz sicher. Wenn ich zeige es euch mal von hier. Da. Alles fest. Jetzt haben wir uns einmal gedreht und drehen uns jetzt wahrscheinlich gleich auch wieder zurück. Ja. So, jetzt einmal Rundumblick durch den Wald. Und zurück. Filmen ist natürlich erlaubt, ihr müsst halt nur auf eure Kamera oder aufs Handy aufpassen. Weil wenn ihr es verliert, dann könnt ihr den ganzen Weg nämlich abgehen.
Und wieder gedreht. Und nochmal. Jetzt drehen wir uns wieder zurück. Oh, und jetzt ist tatsächlich mein Bein an die Polsterung gekommen. Fahren wir wieder rückwärts, weil sich die Schaukel quasi gedreht hat. Die Gegenrichtung. Ja. Und jetzt sind wir gerade ausgestiegen. Sehr viel Spaß gemacht. So. Hier kommen wir raus.
Und jetzt geben wir mal den Michel und die Amy suchen. Ne? Bis gleich.